Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks. Das heißt, es gibt wieder einen geilsten Panzer des Tages. Und wir fahren den Centurion 7-1 im Wadi. Grundsätzlich ist das schon sehr verlockend. Das klingt alleine schon ganz gut. Wenn jetzt noch dazu kommt, es ist ein Stufe 9 Gefecht nach neuem Matchmaking. Das heißt, 3 9er, 4, 5, 8er... und der Rest 7er, dann fühlt sich so ein Centurion 7-1 richtig gut an und macht echt Spaß. Wenn man jetzt noch sieht, dass der Gegner als zwei gegnerische 9er einen Ru 251 und einen T49 hat, dann wird das ganz angenehm. E75 ist halt definitiv ein Problem. Das ist das Schöne am neuen Matchmaking, es lässt halt High Tiers wirklich wie High Tiers wirken. Finde ich persönlich sehr angenehm. Wenn man denn immer High Tier ist. Wir sind die Verteidiger, die Gegner müssen angreifen und ist halt einfach mit einem Centurion 7-1 tatsächlich echt so eine Geschichte, die immer gut funktioniert, weil ich habe einen guten Turm, ich habe eine schöne Kanonendepression, also sprich, ich kann schön nach unten schießen, das heißt, ich kann den Turm auch wirklich benutzen und die Dünen und die Klippen und es ist alles vorhanden, um das auch wirklich zu machen. Alles sehr, sehr cool. Plus, ich bin ja hier nicht gezwungen, irgendjemanden anzugreifen, sondern meine Mission ist ja tatsächlich erstmal, ich soll verteidigen. Und dann verteidige ich halt. Also das können die gerne haben. Ich finde immer diese Gegenangriffsgeschichten sehr, sehr seltsam. Das war übrigens ein dämlicher Schuss meinerseits. Den T-44 hätte man definitiv eine geben können. Dann hätten wir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Schaden gemacht. Aber verteidigen heißt ja nicht, wie blöd in den Gegner reinstürmen. Man kann auch einfach 10 Minuten lang rund um das Cap stehen und alles abknallen, was so herkommt. Jetzt haben wir eben die Kanone zerschossen, glaube ich. Ich mag das ja, wenn der Gegner kommen muss. Dann ist halt auch so ein Medium mit so einer grandiosen Kanone richtig gut, weil dann kann man die einfach nutzen. Die müssen vor meine Kanone fahren und ich kann draufhalten. Da drüben ist der gegnerische E75 übrigens. Aber da ist eben auch ein Challenger, den können wir dem erstmal eine geben. Und dann müssen wir mal schauen, ob man dem E75 vielleicht noch eine reingeben kann. Diese Kanone ist tatsächlich echt der Knaller. Ja. Ich sagte es, in dem Moment verzog sie in die Wicken, also sonst wohin. Ich habe versucht, jetzt von der Entfernung tatsächlich die Kommandoluke zu snipern, was durchaus mutig ist, aber dieser Kanone vielleicht ein Stück weit auch noch zuzutrauen. Die ist enorm akkurat, sie hat einen hohen Durchschlag, sie hat 390 Durchschnittsschaden. Die ist ein bisschen langsam, was das Nachladen angeht. Ansonsten haben wir es hier mit einer grandios genialen Kanone zu tun. Ansonsten stehen wir gerade hier so rum und machen erstmal nichts anderes als auf Gegner zu snipern, was eigentlich der Sinn von so einem Verteidigungsgefecht ist. Jetzt habe ich das Problem, niemand zeigt uns mehr irgendwelche Gegner. Das Team stellt sich gut an, steht 3-1, wir haben erst 768 Schaden gemacht. Das ist natürlich ein bisschen wenig, wir sind ja schließlich hier das Top-Tier, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen, denke ich. Aber eigentlich fühle ich mich auch sehr komfortabel, weil Fakt ist natürlich, im Endeffekt will ich ja erstmal gewinnen. Also ich will tatsächlich, ist ja mein Ziel, so ein bisschen zu gewinnen. Ich kann euch sagen, dieser M41, der wird noch richtig eine Zecke im Arsch. Der ist tatsächlich echt, der kommt noch ein paar Mal. Sagen wir es mal so. Ja, so, jetzt müssen wir was machen hier, sonst wird es ja langweilig. Ihr seht, da oben steht die ganze Abteilung. Was der T49 da macht, ist mir übrigens ein Rätsel. Also, mit so einem T49 kann man viele lustige Sachen machen. Mit den Tankdestroyern oben auf dem Hügel stehen und rumsnipern, finde ich, gehört nicht dazu. Aber vielleicht habe ich dieses ganze Light-Tank-Konzept auch noch nicht so richtig verstanden. Das mag durchaus sein. Im Graben sieht es gerade nicht so richtig gut aus fürs Team, weil VK 100-01P da ganz schön aufräumt. Dieses Gerät müsste ich mir auch mal zulegen. Oh, Entschuldigung, ich bin echt extrem müde. Aber wenn ich es jetzt nicht aufnehme, nehme ich nie auf. Also vielleicht so für alle, die zum ersten Mal da sind oder so, kurz was zu mir. Ich mache das hier alles hobbymäßig nebenbei. Und meistens nehme ich auf, wenn mein Zwerg, also mein kleiner Mitbewohner im Bett ist und die Arbeit geschafft. Das heißt, ich sitze hier meistens irgendwann mitten in der Nacht und so weiter. Weil spielen möchte ich ja immer ganz gerne, wenn auch so ein Elder und so ein Roba da sind. Und das heißt, spielen
vielleicht so, wenn der Kleine ins Bett ist und aufnehmen und die Videos dann wirklich schneiden und zu Ende bringen, ist dann tatsächlich so eine Geschichte, wenn draußen der Mond am Himmel steht und die Sternlein funkeln. Was natürlich auch für das Konzept Schlafen so ein bisschen schwierig ist. Ja, das meinte ich übrigens mit den Walker Bulldog, werden wir nochmal wiedersehen. Der kommt jetzt öfter mal und schießt uns in den Poppes. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, zurzeit sieht man mich ja eigentlich nur die ganze Zeit den Berg runterfahren. Liegt aber auch so ein bisschen daran, weil die Gegner noch keinen signifikanten Move gemacht haben und ich tatsächlich auch so ein Stück weit unschlüssig bin. Das ist auch so ein bisschen ärgerlich. Das ist manchmal auch so ein bisschen doof, denn nervt mich man auch selber an mir, wenn ich das dann nicht so auf die Reihe bringe und dann einfach sage, so jetzt in meine Entscheidung zu treffen. Ja. Ihr seht, der Turm kann was. Jetzt kommt die Art, die wir haben einen E75 gebounced. Und da steht 320. 320 heißt, der E75 hat nicht die große Kanone, sondern der fährt die Kanone, die auf dem Tiger 2 verbaut ist. Das ist eine 10,5er. Die ist eine gute Kanone, aber nicht so furchterregend wie die 12,8 cm Kanone, die man dann kriegt. Also die man da noch drauf bauen kann. Weil da ist einfach mehr Alpha-Schaden, noch ein bisschen mehr Durchschlag drin. Das ist eine richtig gute Heavy-Tank-Kanone. So, und jetzt müssen wir mal was unternehmen hier. Das kann ja wohl nicht sein. Wir können ja jetzt hier nicht stundenlang sinnlos durch die Gegend fahren. Die Leute wollen was sehen. Die haben schließlich Eintritt bezahlt. Jawohl, endlich mal wieder ein Treffer. Jetzt geht das mal wieder los. Ich muss mir nicht irgendwelche Geschichten ausdenken, die ich euch erzählen kann, um die trüben Momente des Videos zu überdecken. Aber ich, wie gesagt, ich nehme das hier alles auch nur auf von Videos, die ich wirklich selber gespielt habe. Da ich leider kein besonders guter Spieler bin, gibt es halt dann einfach auch nur vernünftig deutsche Hausmannskost. Besser als nichts. Aber kommt, den E75. Jawohl, dann nehmen wir einen E75 und da ist eine ISO. Jetzt müssen wir ja ein bisschen aufräumen. Das ist immer ganz schön, wenn man jetzt mal so loslegen kann und dann geht das los. Sehr gut, den Schaden haben wir noch reingekriegt, den Kill hat sich jemand anders geholt, der T49, aber drauf geschissen, jetzt geht das los. So, und jetzt kommen eigentlich so die guten Momente im Leben, weil jetzt ist es eigentlich nur noch Gegner aufräumen und wegräumen. Back to defend, Kollege steht 9-6, und jetzt wird es auch mal Zeit, auf die andere Seite zu kommen und auch mal auf den Arsch zu schießen. Plus, man hat ja durchaus immer so ein kleines Problemchen mit der Arti, meine Wenigkeit, vollkommen eingeschlossen. Und wenn ich einen Arti-Kill hinbekomme, dann kommt das Video auch online, siehste? Und weil ich die Arti gekillt habe, ist es hier und ihr könnt es euch jetzt angucken. Läuft. Das ist so das Hauptqualitätsmerkmal eines guten World of Tanks Videos ist, dass der Protagonist eine Arti killt. So, das ist so meine Meinung. Was haben wir denn da hinten? Da ist noch eine Arti, da ist, yo, ein IS, na, aber den hätte ich zielen sollen. Das war Ära, war dämlich, das passiert mir dann manchmal. Andere Leute können das, ich kann das nicht. So, ich muss immer meine Schüsse einziehen und jetzt sind wir schon bei 3 Kills und knapp 2000 Schaden. Das ist nichts Überragendes, aber dem Ziel des Kanals, gute Hausmannskost zu bieten, durchaus angemessen. Ich kann euch sagen, es folgt jetzt eine Jagd nach einem KV-3, die ich definitiv verlieren werde. Es wird leider auch nicht mehr wirklich viel mehr werden. Wir werden ihn jetzt noch zerledern, also wir heißt in dem Fall das Team aus T49 und Leo und Co. Und wir fahren leider nur noch ein bisschen hinterher. Aber deutsche Hausmannskost in dem englischen Panzer serviert ist doch auch schön. Deswegen, ich weiß nicht, ich mache jetzt mal hier den Schnellvorlauf. So, hüpfen wir noch ein bisschen. So, und da ist der KV-3 kaputt. Genau, in diesem Sinne schauen wir jetzt an dieser Stelle in die Auswertung. Jo, und die Auswertung passt zum Replay. Die ist nämlich vollkommen unspektakulär. Überlegen wir jetzt in dritter Klasse 5000 EP. Aber es war ein Fünffach-Event-Wochenende, insofern nicht so aufregend, 32.000 Credits und das Prädikat anwesend. Ja, wir waren immer noch auf Platz 3 mit 703 EP. Leo und T49 waren richtig gut, also gerade T49. Auch wenn ich nicht verstehe, warum der Kollege die ganze Zeit am Snipern war. Aber dann ist es vielleicht so, er hat auch die kleine Kanone drauf gehabt, vielleicht macht das mehr Sinn. Mit der Derpgun braucht man es auf jeden Fall nicht versuchen. Das kann natürlich sein. Fakt ist, ja, 1800 Schaden
Wir sind auf einer Höhe mit einem Leo, das ist vielleicht ein Stück weit peinlich für einen Stufe 9 Panzer. Aber ja, ich hatte Spaß. Und das reicht ja grundsätzlich auch, um das zu zeigen, weil das ist bei World of Tanks ja tatsächlich nicht immer gegeben. Ich habe die Kanone in den Himmel gelobt, und jetzt sehe ich hier 15 Schüsse, 9 Treffer, 7 Durchschläge. Das ist eher nicht ganz so aufregend. Davon aber sehr viel Sniper-Damage. Nichtsdestotrotz, ich weiß, es ist ein bisschen unspektakulär, aber auch Hausmannskost muss man essen, sonst wird man nicht satt. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr Hausmannskost mögt, Daumen da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, tut mir leid, eure Lebenszeit verschwendet zu haben. Es gibt Kanäle, die haben richtig geilen Content, weil die Spieler einfach richtig gut sind. Bei mir geht es darum, glaube ich, nur sekundär. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis bald mal wieder. Ciao, ciao, der Ära.